Die Tradition der Weihnachtskrippen in unseren Kirchen ist ja schon eine alte Tradition. Sie geht zurück auf den heiligen Franziskus. Und er hat sich gedacht, nicht alle können ins heilige Land pilgern, um dort in Bethlehem zu beten. Also muss Bethlehem zu uns nach Europa, nach Westeuropa kommen. Und so hat er die erste Krippe gebaut, wie wir sie kennen in unseren westeuropäischen, mitteleuropäischen Ländern. Und seither werden bis zum heutigen Tag in der Weihnachtszeit Krippen aufgestellt in unseren Kirchen, zu Hause, wo und wie auch immer. Und so haben auch wir hier in Pausching auch dieses Jahr wieder eine Krippe gebaut. Und das ist unser Bethlehem. Auch wir können nicht nach Bethlehem pilgern mit unseren Leuten, also kommt Bethlehem zu uns nach Pausching. Und ich habe einmal gelesen, es ist eine Privatoffenbarung, geht zurück auf eine Frau in Italien namens Maria Valtorta, die wie in einem Film das ganze Leben Jesu gesehen hat. Und sie hat, so schreibt sie, gesehen, wie in Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, ein alter, verlassener, ruinenhafter Turm Davids war und unten im Turm drin eine Höhle war, wo sich Tiere aufhielten und so fort. Und in dieser Höhle wurde Jesus geboren, weil ja in ganz Bethlehem niemand ihm und seinen Eltern die Türen geöffnet hatte. Und da wurde Jesus geboren. Und so wollten wir dieses Jahr bei uns in Pausching so einen Turm Davids bauen. Jesus wird ja angerufen als der Sohn Davids. Viele Kranke haben geschrien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und so wollen auch wir hier Jesus anrufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Hilf uns, sei mit uns. Und so haben wir diesen Turm gebaut und unten die Höhle drin. Und da sind wir sehr glücklich über diesen Turm Davids. Und weil Jesus dort geboren ist, wird auch gleichzeitig die Krippe dann, in der das Jesuskind liegt, zum geheimnissvollen Thron des Königssohnes. Er ist König, König der Liebe. Johannes der Apostel hat ja die schönste Beschreibung für das Geheimnis Gottes hinterlassen in seinem Johannesbrief. Gott ist Liebe, hat er geschrieben. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und so wollen auch wir Jesus ehren als den König der Liebe. Er liegt ganz arm in der Krippe, aber einen Gott, der sich so klein macht wie ein Kind, den kann man leicht lieben. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Weihnachten. Sie gehören in der Zeit rund um Weihnachten einfach dazu. Sie laden ein, zur Ruhe zu kommen, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und die Wurzeln des Weihnachtsfestes neu zu entdecken.
Krippendarstellungen erfuhren in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance. Es gibt Krippenvereine, Krippenspiele, Krippenausstellungen, Krippenwege, Krippenmuseen. Wenn ich dann hinten hineingehe und einzelne Figuren bewegen, es sind 90 bewegliche Figuren. Fast keine Kirche, gleich welcher Konfession, verzichtet heute an Weihnachten auf den Aufbau einer Weihnachtskrippe. Diese Darstellungen haben rasch den Weg von den Kirchen in die Privathäuser gefunden. Auch in den Familien gehört neben dem Weihnachtsbaum eine Krippe inzwischen einfach dazu. Krippenfiguren aus fernen Ländern werden oft als besonders schick angesehen. Es zeichnet sich eine fast inflationäre Entwicklung ab und vieles wird dabei einfach als Brauchtum betrachtet. Es ist aber eine traurige Geschichte, also mit einem traurigen Ende. Aber alles, was in dieser Geschichte war, war, dass ein ganzes Dorf einem Menschen helfen wollte. Ja? Roland Wieland, mein damaliger Kameramann, hat mich auf eine Lehrerin mit 29 Jahren aus seinem Heimatort aufmerksam gemacht, die an Lungenkrebs erkrankt war. Und diese Frau hat ihre ganze Hoffnung auf einen Klinikaufenthalt in Tirol gesetzt, dass sie dort geheilt werden kann. Aber diese Klinik kostete sehr, sehr viel Geld. Und da haben wir gesagt, es war gerade Advent, wir machen ein großes Adventssingen in einem großen Saal, laden alle Leute des Ortes ein zu freiem Eintritt, sie sollen kommen, wir machen ein Adventssingen für diese Lehrerin. Und da hat es eine sehr berührende Geschichte gegeben. Die Kinder dieser Lehrerin, die sie unterrichtet hat, die haben von einem Krippenbauer, dieses Dorf ist übrigens ein Krippendorf in Österreich, wo in jedem Fenster in diesem Ort steht eine Krippe, wunderschön in Lofer. Und diese Kinder haben von einem Krippenbauer eine Krippe geschenkt bekommen, damit sie diese Krippe verkaufen für die Klassenkasse. Und dann haben die Kinder gesagt, nein, diese Krippe kommt zu dieser Veranstaltung und die soll versteigert werden. Dieses Geld soll unserer Lehrerin zugutekommen. Ich habe dort durch den Abend geführt, ich habe die ganzen Gruppen organisiert und dann haben wir diese Krippe versteigert. Und diese Krippe hat sehr, sehr viel Geld gebracht. Und der Mann, der sie ersteigert hat, also das haben wir schon 3 Wochen Klinikaufenthalt mit dieser Krippe bekommen. Der Mann, der sie ersteigert hat, ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, nimm diese Krippe und versteigere diese noch einmal. Das haben wir dann noch einmal gemacht und dann hat es noch einmal viel Geld gebracht. Und am Schluss dieser Veranstaltung, wie ich aus der Tür gegangen bin, steht dieser Mann, der die Krippe dann zum zweiten Mal ersteigert hat, vor der Tür und sagt,
Danke, dass du das gemacht hast. Das berührt mich heute noch. Diese Krippe steht in meinem Haus. Bring jetzt. Mit diesem Material, was wächst hier, was wir haben, zum Beispiel Kokos oder verschiedene Sachen, weil heilige Familie war arm und dann muss man Armut zeigen, unbedingt. Muss man vorbereiten. Weihnachten, das ist was ein bisschen mit Märchen zu tun haben. Nicht nur, aber mit heiligen Märchen. Erst normal muss man Dach anbauen und dann muss man Stall so ein bisschen, muss diese Hütte machen, so wie muss sehen, so wie Stall anziehen und so. Bisschen Stroh, weil hier war Kuh und hier war Gänse und verschiedene. Dann habe ich zum Beispiel Kukuruz oder sowas. Und ich schmücke mit dieser auch mit das. Weil Priester immer sagen, Anja, willst du machen das? Dieses Mal gestern gerade gefragt, ob ich will machen. Ich sage, ja, ich will. Weil wenn ich mache nicht das, dann ich spüre nicht richtige Weihnachten. Diese Zeit, das ist gute Schule. Für Kinder und für erwachsene Leute auch. Ja, ich bin zufrieden. Ja, das ist nicht ganz fertig, aber ich bin zufrieden. Es war auch wahrscheinlich ein besonderes Gefühl, solche Figuren zu malen. Ja, das stimmt. Das war besonders, weil die lebendig werden. Mit Farbe bis hin zum Leben kommt. Und dann, wenn auf Ton einfach Figuren und wenn Farbe kommt, das ist schon Mensch. Und Kinder, wenn Kinder schauen, das ist lustig. So, wenn ich schaue, wie die Kinder, was die machen mit Könige oder mit Jesus. Und die kommen einfach Kuss geben für Jesus und so. Das bedeutet mir, das solche Gefühle, so wie Kind, nicht einfach Figuren. Und wo wohnen diese schönen Figuren vor der Weihnachtszeiten und danach? Die Figuren stehen hier in der Kirche vor Weihnachtszeit. Wir haben eine alte Frau, die sorgt von dieser Figur. Sie sorgt ganz schön und ganz fein und sie kräftig so aufpacken, dass alles nicht kaputt geht. Und dann Weihnacht kommt und dann die Könige und alle Figuren kommen in die Krippe. Und nach Weihnacht, sie packt nochmal zusammen und dann stellt ihr hier in die Kirche. Oh.
Salzburg hat besondere Ambiente, besondere Geist. Das kann man spüren, wenn man in diese volle an Harmonie und Musikstadt geratet. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass eben hier der große Mozart geboren wurde. Die Stadt Salzburg in der Adventszeit zu besuchen, ist ein echtes Glück, weil in dieser Zeit die Stadt ein ganz besonderes Leben hat, voll an bunter Lichterkette und Zauberfarben. Alle ihre Klänge verschmelzen in eine besondere Melodie und sie erfreut ihrerseits nicht nur Öre, sondern auch erwärmt Herzen. Dazu zu sagen, nämlich hier wurde das berühmteste und in der ganzen Welt Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht geschrieben und erstes Mal vorgesungen. Christkindlmarkt. Danach strebt man alle Gäste und Bewohner der gelagerten am Alpenfuß Stadt. Advent in Salzburg hat einen besonderen Geruch. Geruch von Tannennadel, Zimt, Nelken und Kardamom. Nur hier macht man besondere Gewürzweihnachtssträuchen, die den nahen und lieben Menschen zum Glück geschenkt werden. Es ist noch ein traditionelles Geschenk, das, wie man hier behauptet, nur für Salzburg typisch ist. Man sagt, dass ein heimliches Wettbewerb zwischen den ersten und irgendwann der größten Weihnachtsmarkt Deutschlands in Nürnberg und diesen Christkindlmarkt existiert, den wir jetzt bei der Begleitung unserer österreichischen Kollegen besuchen. Die dargestellte in vielfältigen Varianten Geschichte des Weihnachtsgeschehens mit ausgeschnitzten Holzfiguren ist noch ein fast obligatorisches Attribut des katholischen Weihnachtsfestes. Die Modellierung der Krippe ist heute eine besondere Kunst geworden. Ein Christ- oder Weihnachtsbaum ist schon lange als Hauptweihnachtssymbol gehalten. Noch nie im Leben haben wir so große Menge von ideal proportionellen Waldschönheiten gesehen. Es stellte sich heraus, dass alle diese Tannenbäume vom Ausland geliefert wurden. Der große Christkindlmarkt ist nicht nur einziger in Salzburg. Die wahre Adventszauber herrscht in gemütlicher Residenz vom Erzbischof Markus Sidicus im Schloss Hollabrunn. Hier ist ein echtes Wintermärchen. Hierher kommt man mit ganzen Familien, nicht nur um etwas Besonderes zu kaufen. Hier kann man reizend riechenden Grüllwein trinkend, interessante Weihnachtsgeschichten des alten Österreichs oder den Klang des traditionellen Alpenhorn hören. Thank you.
Es scheint, dass alles ringsum Geschehenes irreal ist. So schaut Advent in Salzburg aus, die Vorbereitung zu den größten und wichtigsten Fest im Jahr, das uns die Hoffnung und Freude schenkt.